wunderschönen guten Tag, meine kleinen Jungfüchse. Heute gibt es wieder die News der News der News. Wir haben, ja, es gibt echt heute News. Ich habe heute wirklich News am Starten. Und grüße Manuel. Manuel, Grüße in die Runde. Ich grüße dich, Flexian. Ich grüße alle Leute, die uns hier tapfer zuhören. Kurz vor Jahresende natürlich. Und ich grüße auch ganz besonders meinen Nachbarn, der einen sehr großen Platz in meinen Gedanken hat. Ich würde sagen Herz, aber der hat nichts zu meinem Herz zu suchen. Ich hasse dich, ich verkünde das hier mit feierlichem Internet. Du bist ein Arschloch. Oh Mann. Ach ja, wir müssen ja mal gucken ab nächster Woche. Da fällt ja alles irgendwie ganz komisch. Osterweihnachtsfeiertag, Samstag, ja, oder? Ja. Und dann Silvester fällt ja auch dann irgendwie auf unseren Aufnahmetag. Boah, da müssen wir mal gucken, wie wir das hier durchprügeln und wann wir aufnehmen. Also, oder ob wir dann mal live gehen, einfach mal so zwischen den Feiertagen oder danach. Oder ich weiß auch nicht. Mal gucken, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr, falls mal nichts kommt, aber ich hoffe doch, dass wir da irgendwie was liefern können. Obwohl, so Urlaub hätten wir uns schon mal verdient, oder? So die ganze Jahr durchgeknechtet, also. Das stimmt. Echt gut durchgeknechtet. Bis auf den einen Fauxpas, wo ich da besoffen war. Ach, hör auf, die Show habe ich ja gelöscht. Das war ja Livestream. Alter, ging's mir schlecht. Oh, da die gute Keks Anna, alle ab da richtig verhurt. Da habe ich dann nächsten Tag noch mit der Coach Nina Richter noch, ey. Das war ein stressiges Wochenende für mich, da zwei Dinge zu hauen. Musste kurz überlegen, was ich mir in dem so wieder geleistet habe. Jetzt kam es wieder durch. Ja, ich habe ihn nicht gelöscht. Ich kann ihn dir nochmal schicken. Er ist auf privat. Nee, brauchst du nicht. Ich hab ja nicht geredet. ihr kleinen Wildfüchse und Katzen. Ja, Grüße gehen an andere aus. Falls du kannst dir aber nicht vorstellen, wie das war. Ich bin während des Livestreams draußen durch die Nachbarschaft spaziert mit einem Kong in der Hand. Und ich war die ganze Zeit kurz vorm Brechen. Also ich dachte, ich muss sterben. Alter, ihr habt euch die ganze Zeit selbst bemitleidet und mich beleidigt. Davor schon. Oh, wie traurig ihr seid und wie es schlecht zu euch geht. Oh, da dachte ich mir schon, das wird bestimmt richtig. Hatte Anne auch einen Kater? Ich weiß ja, nicht. Anne hat gesoffen gehabt. Die hat irgendein Spiel gespielt im Stream irgendwo. Hat sie irgendwas geguckt gehabt. Mit Leuten zusammen. Und die war auch raus. Ihr habt euch quasi selber bemitleidet die ganze Zeit. Nicht zu vergessen, ich bin Kater. Besonders, ich habe versucht, hier den Saufstack zu implementieren. Hier NAC und ein bisschen Kidneyflush und wie heißt das andere nochmal? Herpes. In Verbindung mit ein bisschen Elektrolyte, viel trinken und nochmal ein bisschen Meckes hinterher. Hilft nichts. Sie fühlt sich trotzdem schwul. Hat ja nichts gebracht. Komm, wir gehen da jetzt auch mal rein. Wir gucken uns jetzt erstmal noch zwei Talks an und dann gucken wir mal die News. Heute ist schon newslastig, aber wir wollen es ja wieder so verhuren, wie so gut wie es geht. Aber ich bin echt begeistert. Es ist ein paar News rausgekommen. Ja, auch hier Kevin und so hat mir ja letzte Woche schon gezeigt, dass er ja. Wir kommen dann dazu. Wir wollen ja nicht hier vorspoilern. Nicht, dass die Leute dann direkt abschalten. Jetzt habe ich die Information. Nee, ihr müsst uns schon schauen. Deswegen gibt es erstmal TikTok. Oh, ich weiß schon wieder nicht mehr, was ich hier angetockt habe. Wir gucken einfach mal rein. Ach ja, hi. Hey du. Was Schönes. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, weil ich immer so gemein zu dir bin und eigentlich mag ich dich sogar und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht mit mir ausgehen willst. Auf ein Date? Ja. Andi, ich bin deine kleine Schwester. Oh. Ja, ach ja, deswegen ja Inzestbaby. Kam auch ziemlich gut an auf Insta. Muss ich sagen, gab viele Lacher und Smileys da zurück. Irgendwie immer, wenn wir sowas Verwerfliches machen, das kommt gut an. Also, finde ich gut. Wo kommen wir jetzt her? Aus dem Saarland oder was? Münsterland? Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich wieder gestellt, aber TikTok ist ja sowieso so ein Portal. Ja, komm, hier, wir gehen noch ins nächste Talk und da wirst du dich fragen, oh mein Gott, komm, wir gehen mal rein. Hey. Lege vor, schupfe mir Cheeseburger rein bis zum Tod. Was willst du mir sagen, du dummer Idiot? Gibt's auf der Party nichts zu essen, muss ich los? Ja, Manuel, was sagst du? Musst du los? Das fällt mir ein, beziehungsweise, ja, das fällt mir ein, Alter, ich höre mich ja schon an, wie der Lauterbach. Okay, jetzt beruhigen. Warte, wir beruhigen uns. So, jetzt wieder alles gut. Der Ron Bilecki, der hat auch so ein Video gemacht. Ja, Ron ist aber cool. Hast du gesehen, halt? Nee, hab ich nicht, aber Ron ist trotzdem cool. Ist ein Abklatsch von dem damaligen Musikvideo von Call on Me. Ach ja, ja, dazu habe ich sehr oft gehandshaked. Junge, der hat irgendwie jeder drauf rumgewedelt, ne? Ja. Jeder, der jetzt hier
um die 30 Jahre alt ist. Da gab es auch so ein 80er-Jahre-Video, wo auch viele da damals drauf rumgewedelt haben und dann hat sich nach, keine Ahnung, 20 Jahren herausgestellt, das war ein Typ, der getanzt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das Video hieß, wie das Lied hieß. Es war auch so ein Aerobic-Dance-Scheiß. Könnt ihr mal drunter schreiben, falls ihr wisst, wie das Lied hieß. Auf jeden Fall haben dazu viele Generationen gewedelt. Ich rede jetzt nicht von Hunden. Hey, auch immer das Gleiche. Fährst irgendwo mit deinem scheiß Auto lang, denkst dir, oh, fährst mal vorbei. Direkt die Schmach im Kopf. Ja. Also dir gefällt das hier, wie der Junge da. Ah ja, das TikTok ging nur 13 Sekunden, weil danach hat er ja Atemnot. Ah, okay. Ja, so das Video wird wahrscheinlich in mehreren Schnitten und Tagen aufgenommen werden. Wir wollen ja jetzt hier nicht übergesichtige. Aber die stellen sich aber auch immer so hin und dann darf man nichts drüber sagen. Das finde ich immer sehr traurig. Ja. Ich finde, die sollten keine Intensivbetten mehr kriegen. Größere brauchen sie. Ah, die wurden ja schon abgebasht. Die gehen so kacke mit dem Lifestyle um, Alter. Wenn die dann was Ernsthaftes haben, so ein Herzinfarkt oder so, dann sollten die keine Intensivbetten mehr kriegen. Oh, du bist aber gemein. Ah, dafür haben sie ich finde es auch unfair, dass die zwei Sitze haben im Flugzeug. Gemein. Wir armen Schlucker, müssen zahlen zwar nur die Hälfte, aber die haben ja den Luxus, zwei Sitze zu kriegen. Finde ich eigentlich auch unfair. Aber ich kann es nachvollziehen, warum die nur einen Sitz bezahlen müssen. Nee, die müssen zwei zahlen. In Amerika muss es ja in dem Sinne, also es ist ja eigentlich totes Gewebe, ne? Also nicht richtig durchblutet, dies, das. Wenn diese Leute dann, sagen wir mal, ein normaler Mensch würde 60 bis 80 Kilo wiegen, okay, schon ein sehr schmächtiger Mensch, 80 Kilo wiegen, und der Typ wiegt 160 Kilo, dann ist ja die Hälfte von ihm tot. Warum soll er dann den zweiten Sitz bezahlen? Na, damit er den Dünneren dann nicht auf den Sack geht. Also ist das auch eine Art von Diskriminierung, dass sie zwei Sitze nehmen müssen? Eigentlich schon. Warum gibt's denn dagegen nichts? Der sollte mir mal ein Intensivbett für einschalten, Hammer. Intensivbetten freischalten, oh Gott. Oh nee, da gehen wir nicht hin Nee, ich muss aber sagen, da wir ja ein halbwegs noch verhurtes Fitnessmagazin sind, finde ich, unser Gesundheitsminister sieht nicht nach Gesundheit aus. Er sieht nach Erde im Kofferraum aus. Ich nehme den das nicht ab. Tut mir leid, das ist... Ich finde, der sieht so aus, als hätte man dem gehörig in die Fresse geschlagen, nahegelegt, mal zum Zahnarzt zu gehen und hat dann gedacht, passt schon. Ja, na gut, wir wollen ja nicht auf den guten Mann rumreiten, der ist auch schon alt. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was läuft da zwischen den Beinen. So, komm, wir gehen mal einfach weiter. Scheiße, was ist denn das jetzt? Kettlebell. Hier, Johannes, ihr Quäler. Nie wieder blaue Flecken mit der Quäler mit der Kettlebell. Da gibt jetzt halt Tipps. Wir gucken mal. Komm, wir gucken mal rein. Hi, ich bin Johannes Queller und ich hoffe, dass dieses Video das letzte sein wird. Queller, er hat sich falsch ausgesprochen. Er weiß selber nicht, wie er. Ja, sorry. So, Ja, guck mal, er hat einen schönen Bart. Ein wird, was du dir anschauen wirst, um dein Clean und Snatch zu perfektionieren und keine blauen Flecken mehr zu bekommen. Let's go. Oh Gott, das ist so cringe. Und um blaue Flecken am Unterarm zu verhindern, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Symptombehandlung, du benutzt Gear. Und Unterarmschoner, um einfach das Symptom zu bekämpfen und den Aufprall zu minimieren. Oder du betreibst Ursachenforschung und... Ursachenforschung ist, macht das einfach nicht. So, das war das Video. Ach ja, wisst ihr, was wieder aufgetaucht ist bei mir? Irgendwie habe ich es ja wieder... ich habe die Dislike-Funktion freigeschaltet. Hä? Guck mal hier, Dislike, minus 1. Guck mal, ich kann es wieder wegnehmen. 0. Hä, wie hast du das gemacht? Ja, sag ich euch nicht. Wir gehen mal in ein anderes Video rein. Ja, auf jeden Fall, um da vorzubeugen und mit den Kettlebells, macht's einfach nicht. Macht's einfach nicht. Die Frage ist ja nur, wie dick kann Johannes Queder über Weihnachten wieder werden? Was so dick? Nee, das ist der Typ mit dem Yo-Yo-Effekt. Ach so. Alter, mein Munkel, der hat das erfunden. Echt? Jo, der ist echt krass. Der schafft das immer bei ein, zwei Fressorgien. Exponentiell viel Körperfett anzuhäufen. Man sagt auch, er wäre der Hybrid des modernen Menschen, weil er kann sich Winterspeck in kürzester Zeit anfressen und somit sein Überleben sichern. Und deswegen ist sein Erbgut auch besonders wichtig. Meinst du, der macht Binge-Fressing? Nee, das ist eine Weiterentwicklung davon. Der kann sogar aus nährstoffarmen Sachen Kalorien gewinnen. Also sein Körper ist im Grunde genommen eine Ernährungsmaschine.
Ich finde ihn schon stabil, den Menschen, aus seinem Bart. Also man sollte eigentlich Johannes Quäler dazu auffordern, Erbgut möglichst viel weiterzugeben, denn es könnte die übernächste Welle sichern, wenn man auch nicht mehr in Einkaufsläden reinkommt. Dann kann man sich ein gemütliches Fettdepot mithilfe von Gras anfressen. Ich sehe gerade einen Arsch, warte mal. Nee, also ich habe kompletten Respekt verloren vor Kettlebell-Leuten. Also ich kenne auch keinen, deswegen. Kennst du Leute, die so? Ja, dann siehst du, okay, Minderheit. Ah, unterdrückt, ungemobbt. Komm, wir gehen weiter. Ich wollte noch irgendein Thema anreißen. Ach ja, Dislike-Button ist wieder da, genau bei mir. Also hier, guck mal, wir haben jetzt einen guten Win. XXL, hier, guck mal, zwölf Dislikes hat er bekommen. Ach, krass. Ja, nee, ist ein Add-on bei Google Chrome. Kannst du dir runterladen und dann siehst du, das quasi ist es halt, ist es in der Quelltextdatei, ist es hinterlegt, wie oft ein Video gedisliked wird. Und dann kannst du es einfach runterladen und kannst dir wieder Sachen anschauen und kannst du wieder disliken. Auf dem Smartphone geht's natürlich nicht. Also ich weiß nicht, nee, Smartphone habe ich noch nicht gefunden, vielleicht geht's irgendwann mal. Aber jetzt von YouTube ist die Funktion komplett raus. Also wenn ich das jetzt deaktiviere, sehe ich es ja auch nicht mehr. So. Ah, krass. Das ist aber echt cool. Ja, da hat mich der gute... Das ist ja besonders... Da hat mich der gute Dennis, mit dem ich immer zocke, hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, ja, die Dislike-Funktion kannst du wieder mit einem Add-on freischalten. Und da hab ich gesagt, wow, guck ich mal danach. Und dann habe ich das jetzt freigegeben. Also, falls ihr wieder kleine Disliker seid und das wissen wollt, Google Chrome, Add-on, wie hieß denn das Add-on? Wir müssen ja hier schon mal sagen, warte mal, Return YouTube Dislike heißt das. Genau, Return YouTube Dislike. Das allein schon für die Show mega interessant, wenn wir uns die Videos angucken und die Mutmaßung ist wieder gegeben, dass ein gutes Video wäre. Ja, jetzt müssen wir nicht mal mehr Fake-Kommentare ansehen. Auf jeden Fall gab es jetzt bei einem guten Will XXL, Achtung, Abzocke, diese fiesen Coaching-Masche von RTG Road to Glory von, wie kann man das sagen, 2017? Aus 2015, ich weiß nicht ganz genau, hat er auch mit Sport so ein bisschen angefangen, auch so ein bisschen rumgetreten und so gemacht. Viel früher. Ja, aber wo er halt wenig Ahnung hatte. Weißt du, wo er nach Coaches gesucht hat und so. Also, wo so seine Laufbahn so langsam losging, so richtig losging. Und da hat er halt von RTG eine E-Mail bekommen mit einem Coaching-Angebot. Und in diesem Coaching-Angebot, zur damaligen Zeit, weißt du, wer da noch da war? Wer mit RTG, genau, der Doc. Der Doc Alex war ja da mit dabei. So, man kann dieses Video jetzt so auslegen, wie man möchte. Wir schauen es uns jetzt an und dann sag ich noch ein bisschen was dazu. Warte, kurze Funfact-Frage. Kennst du noch Doc Weingart? Nee. Der gab so ein Energy-Drink, den hat immer der Karl in die Kamera gehalten und gesagt, trinkt euch einen Doc Weingart, richtig geil. Ey, zum Karl kommen wir auch Scheiß. Noch. Sag mal. Ich würde mal gerne wissen, wer von euch Spaß ist, hat Doc Weingart gesoffen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bin neugierig. Unsere Zuschauer sind schon wieder so alt, die wissen das gar nicht mehr. Die wissen gar nicht mehr, was sie gerade machen. Weißt du? Doch, die kennen bestimmt Doc Weingart hier. Der hat noch einen anderen Namen gehabt. Ich glaube, den nennt nur Doc. Okay, hat er auch Spritzen und Kittel getragen? Nee, aber war vegan, hör mal. Oh Gott, hat er damals schon mal. Oh Gott, ein Vorreiter. Okay, komm, wir gehen mal beim guten Will rein. Oh, Will ist eigentlich auch ein schöner Name. So, Will. Komm, ab geht's. 12 Monate, inklusive Off- und On-Season vom Doc. Vom Doc höchstpersönlich. Warte, es geht weiter. Direkter Kontakt zu Doc Alex, das heißt, du bekommst seine private Telefonnummer, kannst ihm rund um die Uhr schreiben, der Doc wird so schnell wie möglich antworten, in Klammern. Der Doc übernimmt die komplette Betreuung deinerseits. Ergo, Ernährung, Training und jegliche großgeschrieben Supplements werden mit dir auf dich zugeschnitten, abgestimmt und immer wieder angepasst. Hört sich ja alles richtig mega geil aus, Alter. Pass auf, geht weiter. In der On-Season steht dir der Doc 24/7 via WhatsApp, Telefon oder Skype zur Verfügung. Peak Week und vor der Show wird der Kontakt weiter intensiviert und sofern möglich wird der Doc vor Ort sein. Digga, Hammer. Ich dachte mir in dem Augenblick, ey Junge, die E-Mail, geil, ich hab einen Betreuer. Ja. Ich kannte mich gar nicht aus zu der Zeit. Damals kannte ich kannte nur Keto. Das war's. Ich kannte nur Keto. Keto war für mich die einzige Möglichkeit, in Form zu kommen. Pass auf jetzt. Jetzt geht's weiter.
Des Weiteren erhältst du unser Road to Glory Branding und gehörst somit zum RTG-Team bzw. zur Familie. Weiter geht's. Darüber hinaus, ja, es geht noch weiter. Ja, darüber erzähl. Hinaus erhältst du via Social Media Pushes, um dich weiter zu promoten. Hier gilt, je mehr Input du lieferst, desto mehr supporten wir dich. Ja. Oh, ich kann nicht pausieren. Rüber zum Management, pass auf. Management. RTG wird sich um dich als Management kümmern und somit Sponsorendeals für dich aushandeln. So, ja, ja, komm, warte, wir gehen weiter rein. Moment. Ich muss hier nochmal laden. Junge, ich wollte mir das Video angucken. Ich bin halt froh, dass ich gerade mit dir angucken kann. Das ist hier wirklich geil. Es ist auch geil. Man kann sich wirklich die ganzen Dings komplett geben. Also wir haben hier ein paar Ausschnitte. Wir gucken weiter. Komm, wir gehen mal weiter rein. Moment. Wartet wird, finde ich gut. Wenn das nicht so, wenn es noch nicht gleich lächerlich wird. Und die Leistung, die bringen, finde ich Bombe auch. WhatsApp-Coaching, der Doc ist vor Ort am Wettkampftag und. Also mega geil. Jetzt geht's weiter. Okay. Auf einmal kommt der Punkt Preisstruktur. Ja? Die ist gut. Da wir nicht von Luft und Liebe leben können und der Doc sich sehr viel Zeit für dich aufhebt, ist die Betreuung nicht kostenlos. Die Betreuung kostet. Bruder, warum? Es ist 400 Euro. 400 Euro im Monat. Ja, ja, pass auf. Da kommt noch was. Digga, weißt du, was 400 Euro im Monat sind? 400 Euro? Weißt du, wen du für 400 Euro bekommst? Gut war, welchen Coach? Die Rede ist von Patrick Tour, Chris Azzetto und anderen Kalibern, aber hier kein RTG. Gut war. 400. Ja, warte, es geht noch weiter. Es geht noch weiter, Freunde. Die Betreuung kostet 400 Euro pro Monat und läuft über einen Zeitraum von 12 Monaten. Das heißt, du verpflichtest dich vertraglich auf ein 12-Monats-Abo. Rechne mal 400 mal 12. Ja, so, dann sind wir bei 4.800, wenn ich mich gerade hardcore verrechnet nicht habe. Ist viel. Ich hab drunter geschrieben und gefragt, ob die Fettabsaugung mit dabei ist bei 4.800 Euro. Als Insider-Wissen. Junge, das Problem ist, da hast du noch keine Supplemente oder ein bisschen härtere Supplemente bezahlt. Und ja, noch keinen Döner gekauft. Aber ich habe mich halt gefragt, ist das jetzt so ein gewolltes Alex-Bashing? Weil Will ja auch mit Zack Plus gut ist. Weißt du, das nochmal extra so aufgegriffen wurde, weil mir kommt es halt so rüber. Ich weiß, Alex war zu der Zeit, war der 21, 22? Wir wissen alle, wie wir mit 20, 21 Co. und so waren. Und wenn du da gerade in diese Szene reingehst und noch sehr, ja, jung bist, dann glaubst du sowieso alles. Und wir haben jetzt so, also die letzte Video hatten wir auch RTG mal kurz drin gehabt, Zufall. Und man wisst ja, man sieht ja, wie die da so wie verrückt sind. Ich hab's jetzt, wenn man Alex, sagen wir mal, hasst, nicht mag, dann kann man das Video jetzt dazu natürlich nehmen und das dann weiter aufzubauschen und zeigen, guck mal, was hast du in deiner Vergangenheit gemacht. Also ich sehe das jetzt nicht so als Negativpunkt. Müssen jetzt noch mehr Sachen kommen. Klar, aber was halt komisch ist, dass halt immer Doc da steht, wenn er irgendwo, wenn ich was lese und überall steht Doc, der Doc, der Doc, dann denke ich mir, okay, ist ein Arzt. Ich habe vor 10 Jahren anders über einen Arzt gedacht, als ich heute über Ärzte denke. Weißt du? Ja, ja, klar. Also dann hätte mich das wahrscheinlich, wenn ich genügend Geld hätte, dazu gebracht, dass ich vielleicht darüber mal intensiver nachdenke. Und dann gibt's halt nochmal so ein paar Prozent, die das dann gemacht haben. Also muss ja nicht von ihm auskommen. Wer weiß, wahrscheinlich hat er irgendwie einen Knebelvertrag gehabt. Wer weiß, wie viel er da gekriegt hat. Ja. Ja. Komm mal weiter, immer. Warte, ich hab jetzt noch eine Stelle. Moment. Ah, nee, hab ich nicht. Ich hab keine Stelle mehr. Ich hätte noch gut gekommen. Willst du noch mal weiter reinlaufen lassen? Willst du? Ja, interessiert dich das? Na gut, wenn die, ja, komm rein. Und die wissen, ich bin Azubi, die wissen, ich bin jung, die wissen, ich hab kein Geld. Was soll das? Was erlaube Struß? Oh, Trabatoni. Geht in den Menschen vor. Da sieht man, da erstens, das Internet vergisst nie. Ich verstehe wirklich, dass jeder Geld verdienen möchte. Ich tue es ja genauso. Ich verstehe es. Aber das ist wirklich dreist. Und das war, wir schreiben das Jahr 2017 damals. Ja. Ja? 2017. Wisst ihr, was das heißt? Damals war das noch nicht so mit Coaches, dies, das. Da war das wirklich,
Ist ja fast wie bei einem Ironman. Ey, jeder kann seine Preise machen, wie er will, aber das ist Abzocke hier. 400 Euro, Bruder. Guck mal, es ist sogar, es, wie gesagt, es ist okay, jeder möchte Geld verdienen, aber die ganze Masche dahinter, das Marketing, das finde ich mega dreist, muss ich an der Stelle wirklich sagen, mega dreist, ja, die... Ja, so, ich denke, wir sind so gut wie durch damit. Also nee, es sind ja sogar noch 4 Jahre. Weißt du, was auch die wenigsten wissen? Es gab einen Road to Glory Athleten, den recht viele auch kennen. Und zwar ist das der Ned Sadikov gewesen. Der hatte dann einen eigenen Fitnesskanal, hat den dann irgendwann gecancelt. Der Typ war nicht kacke, um Himmels Willen. Hat aber teilweise selbst gesagt, irgendwie er muss Muskulatur verlieren, weil er sich selbst nicht mehr wohlfühlt. Mit, also so, weißt du? Und jetzt hat er einen Fitness-Channel. Mindset. Nein. Wie heißt er? Fashion. Fashion's Channel. Oh, ich könnte kotzen. Oder bekommst du gleich hoch. Was war besser? Und der hatte einen eigenen Supplement-Store. Ja, hat er wieder. Davon waren auch viele Leute früher gesponsert. Okay. Dazu kann ich nur das hier sagen. Bitte, nimm mich an, weil ich bin so eine arme Wurst und So, okay. Lass mal so stehen. Sehr gerne. Okay, dann lassen wir das Herne West stehen. So. Komm, wir gehen einfach mal rein. Ihr könnt ja gerne mal drunter RT gehen, was ihr davon haltet, wie das so früher war, aber das waren nicht nur die einzigen, die das sowas gemacht haben. Das erinnert mich schon so an so moorhafte Strukturen. Und ich rede vom Mohrenkopf. Also so, nicht, dass jetzt hier irgendwas anderes hier versteht, ihr kleinen Wolffüchse. So. Komm, wir gehen mal weiter. So, und dann gab's hier der Max zu dem Matzorn. Nur 26 Dislikes. Was ist denn da los? Ach ja, Max hat jetzt einen neuen Insta. Komm, wir gehen mal rüber kurz noch auf Insta. Das heißt, es ist Don_Matzen. Da wurde auch schon wieder gemeldet. Ich glaube, der ist auch bald wieder weg. Die haben sich halt mit den falschen Leuten angelegt. Oder mit der falschen Community. Aber auf welche Tatsache melden die denn immer? Du musst doch einen Grund haben, um gemeldet zu werden, oder? Ich sag mal so, wenn du bei gewissen Leuten was suchst, findest du auch was, wo du damit auf Insta durchkommst. Hm. Weil bei Max fällt es halt schon bei manchen Sachen sehr leicht, das zu melden, wo du sagst, okay, das verstößt gegen Richtlinien. Weil er einfach seinen Humor teilt. Wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet, ohne irgendwie jetzt mal zu sehen, wer gegen wen schießt und so. Mal aus neutraler Ebene. Kannst du vieles melden. So schwarzer Humor wird ja sowieso komplett unterdrückt und allen Kack und da ist auch schon, was mir so aufgefallen ist, vorsichtiger geworden, was das betrifft, auch auf seinen anderen Matzenkanal, aber das hat ihn, ja, irgendwie hat es nichts gebracht. Vielleicht denkt sich auch Insta, okay, du kannst ja auch Leute flecken, permanent, und wenn du dagegen dann nicht vorgehst, Einspruch und so, dann nehmen sie dich auch raus. Kann auch sein, dass er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, das stresst mich alles. Kann auch passieren. Aber er ist ja darauf angewiesen, einen Insta-Kanal zu haben, aber das kostet bestimmt gut, so finanziell. So, auf jeden Fall Don_Matzen, wenn er Max mögt, könnt ihr da drüber rübergehen oder ihr könnt es auch sein lassen. Ja, und so, und wir gehen jetzt wieder zu Maxen zurück. Oh, da hat er hier so eine Überschrift hier. Ich meine Karabiner. Das ist schon wieder so eine kleine Trotzreaktion. So, wir gucken einfach mal rein. So, komm, wir gehen mal rein. Dann haben wir hier noch zwei neue Geräte, die ihr auf jeden Fall auch noch nicht kennt. Und zwar hat hier ein alter Bekannter wieder den Weg zurück in mein Studio gefunden. Oh. Das war der Precor Beinstrecker. Der hat vorher Tobi gehört. Wusste ich tatsächlich gar nicht. Tobi Hane? Hat er da. Was wusste er nicht? Weiß ich nicht. Er wusste wahrscheinlich die Karabiner nicht, dass die, wo die hingehören. Nicht, dass der Beinstrecker auch von Tobi da. Haben wir jetzt irgendwas aufgedeckt? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal da. Und ist über Umwege bei mir gelandet. Oh! Ich weiß nicht, warum Tobi den loswerden wollte. Ich bin mit dem auf jeden Fall sehr zufrieden. Hat ein absolut geiles Kraftprofil. Ja, so, also wieder was von Tobi nach Hause geholt. Gefällt mir. Ja, komm, wir. Oh nee, Hey, jetzt zeigt er sein eigenes Gym oder was? Ja, ja. Da hat er schon länger sein eigenes Gym. Hat er, baut er halt immer mal ein bisschen aus. Es ist sehr interessant. Oder auch nicht. Guckt es euch an oder auch nicht. Und wann ist denn das? Von 16. Ich gucke ja immer gerne mal drüber, so was mit den Klicks halt passiert bei den ganzen Leuten jetzt. So, das ist.
Keiner hat mehr Bock auf Fitness. Das ist, wir haben jetzt einen Jahresrückfick gekriegt von diesem Jahr und wurde mir vorhin, vor 4 Stunden, habe ich noch eine E-Mail gekriegt, wurden mir Kanäle vorgeschlagen, die getrendet sind. Und da sind Kanäle dabei, wo ich mir denke, boah, wo das Internet hingeht. Auch so Lele, Lala, Lulu-Rapper und auch so ganz komische Beiträge. Fitness ist tot, meine Freunde. Fitness ist tot. Wir können. Ja. Wie noch da mit Kettlebells dagegen ankämpfen. Ah. Was soll ich dir dazu sagen? Fitness, Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden, Fitness. Deswegen gehen wir zu Sophia jetzt einfach mal rüber. Komm hier. Sophia hat sich nämlich beschwert. Frau Thiel. In solchen Formen dann habe ich vorgehabt hinzugehen, aber ich dachte, ich bin doch immer noch innerlich die gleiche. Ich bin doch die Sophia und ich will trotzdem die Leute irgendwie in den Arm nehmen können und bei diesem Event teilnehmen können. Ja, dann habe ich halt Anruf bekommen, dass ich das lieber nicht tun sollte. Das wäre ein enormer Image-Schaden. Ich habe auch ein Fitnessmagazin gehabt, wobei die zweite Ausgabe eben in einer voluminöseren Form von mir war. Das wurde nicht angenommen. Dann habe ich für mich halt gesagt... Sie wollten die Bilder nicht veröffentlichen, oder was? Nee, die Bilder wurden nicht gebraucht. Okay. Und also dann ja. Habe ich gesagt, so, okay, so wie ich aussehe, werde ich hier in diesem Markt einfach nicht gewollt und gebraucht. Und entweder finde ich eine Lösung für dieses Essensproblem oder ich schmeiß alles hin, weil ich pack das nicht mehr. Und dann... Ja, aber sie hat sich ja in dieses Genre mit übelster heißen Bodyfigur und In-Shape reingebracht. Dann ja, aber ich danach... verstehe auch nicht, was da jetzt abgeht. So, es muss zwischen... total magersüchtig, normal und das, was hier jetzt am Ende aufgefahren wird. Weißt du? Ja, klar. Aber wenn du halt nach was aussiehst, dann kannst du dann dich darüber vermarktest, dann kannst du dann nicht auf einmal dann halt mit mehreren Kilos dann einen auf Fitness noch machen. Das ist halt eine Image-Schädigung. Das stimmt ja. Du darfst sowas nicht aus menschlicher Ebene sehen. Du darfst ja auch nicht sagen, du darfst es auch nicht persönlich nehmen, wenn der Management dir sagt, oder dein Werbepartner, was weiß ich, was ist da, was sie für Werbepartner hatte. Das ist eine Außendarstellung. Da geht es geht nur ums Geld. Und jeder verdient, hat da was verdient, der da mitmacht. Ob das jetzt Knebelverträge waren oder nicht, wissen wir ja sowieso nicht. Aber ich kann mich da nicht hinstellen und sagen, hey, die wollten mich da nicht. Wenn wir einen wunderschönen Kalender machen und auf einmal hängt da alles und das ist alles schwapplig und alter, dann will da wollen die Leute unseren Feuerwehrkalender nicht mehr haben. Verstehst du? Du müsstest ihn einfach nur dann teurer verkaufen, dann würden sie wieder haben wollen. Ja, pro Pfund ein Euro extra und das spendet man dann einfach an Regenwald. Oh, das wäre geil. Oder an Hunde. Guck dir JP an, der verkauft jedes Jahr seinen Kalender für horrende Preise und sagt einfach nur, der wäre limitiert. Ja, aber wenn JP jetzt 40 Kilo zunehmen würde, dann würde ihn das keiner übel nehmen. Weißt du? Boah, wäre schon krass, Alter. Es wäre krass, aber er würde darum nicht seine Fans verlieren und keinen Image-Schaden bekommen. Als wenn du halt dafür wirbst, für tolle Getränke, für irgendwelche Fitnessformate, du bist Mrs. Fitness von Deutschland. Das ist was komplett anderes. Deswegen, es geht ums Marketing. Mrs. Fitness, es geht um Marketing. Mehr geht es nicht. Ja, komm, sagst du noch was? Mach doch ein bisschen mi. Nö, wir haben jetzt nur einen TikTok genommen, dass wir nicht wieder von Sophia gestrikt werden. Ah, okay. Deswegen, ich habe das nur Rodrigo ist ja unser TikTok-Mensch, der mir immer was zuschickt. Da hat er ein feines Händchen dafür oder auch wieder nicht. Sein Händchen ist sowieso fein, er frisst nämlich den ganzen Tag. Grüße gehen raus, Rodrigo. Ich hab dich lieb. Ich hab ihn wirklich lieb. Ich grüße dich auch, Rodrigo. Ja. So. Oh, ach ja, was wolltest du noch? Wolltest du jetzt irgendwas einbringen? Ich weiß es nicht. Nee, aber ich sehe schon, dass du mich hier irgendwie dissen willst. Warum? Als Steinbock stehst du für Disziplin und Ehrgeiz. Nee, ich wollte eigentlich, ich diss mich ja selber. Ich wollte eigentlich fragen, glaubst du an Sternzeichen? Nein. Ich auch nicht. So, bist du Steinbock? Nee, du bist so, was ist Steinbock? Was ist das? Von wann bis wann ist denn das der Schmutz? Ich weiß es nicht, Alter. Aber ich was weiß, bist denn du für, bin. Du bist ein Steinbock? Das wusste ich gar nicht. Jo. Weil mein Sternzeichen, es gibt hier 3 Sternzeichen, die aufgelistet werden und meins ist auch dabei. Die Jungfrau? Also das war doch dein Status. Ich als ewige Jungfrau, natürlich. Ich bin ja Doppeljungfrau. Es ist ja klar. Also. Junge, dann lass doch jetzt mal jemanden in dich reinhalten, dass du es hinter dir hast. Ja, ich habe noch nie eine Fotze gesehen, aber ich habe jede Woche mit einer Fotze zu tun. Grüß dich.
Grüße gehen raus, Manuel. hier wird halt ein bisschen, hier komm, diesmal Jungfrau hier. Ich habe mich da schon wiedererkannt, aber dann dachte ich mir, nee, so ist es doch nicht. Auch die Jungfrau liebt ihre Arbeit. Sie wird niemals eine ihr zugedachte Aufgabe ablehnen. Naja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Und so kommt es, dass sie sich auf dem Schreibtisch regelt, der Jungfrau gerne einmal, ach so, habe ich mir verlesen, Arbeitsaufträge stapeln. Ach, das weiß ich nicht. Akribisch wird die Jungfrau nun versuchen, die einzelnen Projekte Stück für Stück abzuarbeiten. Muss ich sagen, fühle ich nicht. Ich mache nur das, was halt andere machen. Höher springen als andere Ponys, Arsch lecken. Warum sollte ich das tun? Außer jetzt in meinem privaten Leben natürlich. Da bin ich, das ist was komplett anderes. Da bin ich nochmal ein anderer Mensch. Der ihnen in die Wiege gelegte Perfektionismus sorgt aber dafür, dass sie auch unwichtige Aufgaben mit der gleichen Präzision erledigt wie die wichtigen Projekte. Das stimmt bei mir jetzt aber nur in privaten Sachen. Wenn ich hier Video oder so oder ich irgendwas vorbereite, bin ich echt schlimm. Das wollte ich schon sagen, okay. Die Arbeitsweise der Jungfrau hat dann zur Folge, dass sie für den Arbeitstag deutlich länger braucht als sorglose Kollegen, die unwichtige Aufgaben auch mal unerledigt lassen. Ah, da ist halt so ein Kosten-Nutzen-Faktor. Lohnt sich das? Hat der andere mehr gemacht? Hat der andere weniger gemacht? Dann denke ich mir, der hat weniger gemacht, dann denke ich, da passe ich mich an. Da muss man sich auch mal anpassen im Leben. Man passt sich ja sowieso immer gerne mal der ganzen Masse an. So sitzt die Jungfrau noch zur späten Stunde allein im Büro, während die anderen bereits lange den Feierabend genießen. Kein Wunder, dass sie oft das Gefühl hat, vom Schicksal benachteiligt zu sein und das Leben pessimistisch sieht. Das stimmt ja alles gar nicht. Sternzeichen sind scheiße, weil ich... Aber ich stehe auf diese großen Dinger. So, wisst ihr Bescheid. So, das war mein Sternzeichen, Manuel. Soll ich noch Steinbock? Was soll ich dir zu sagen? Ich bin hin und weg. Ich gucke gerade, was Steinbock, ob das auf dich zu das hab ich gar nicht gelesen, Steinbock, weil mich andere Sternzeichen scheiß interessieren. Diskriminiere ich jetzt Sternzeichen? Meinst du, der Deutsche Sternzeichenverbund kommt jetzt um die Ecke und mahnt mit erhobenen Zeigefinger? Ja. Oh, nicht, dass sie dann noch Tarotkarten lesen und, oh nee, und dann noch sagen, dass ihr werdet bald sterben. Oh, wir müssen weg von diesem Planeten, Manuel. Wir müssen eine Raumfahrt gründen. Ich muss zum Elon Musk werden. Weißt du? Magst du Elon Musk? Elon Musk? Ne, hier Tesla. Der Elon Musk. Magst du nicht? Nee, ich finde Tesla komplett unansprechend. Echt? Ich finde den ganz cool. Also besser als der Bezos von Amazon. Ach ja, apropos die ganzen Größen und jetzt, mal so kurz Butter bei den Füchsen. The Witcher kam gestern raus, die zweite Staffel. Witcher 2. Hast du Witcher 1 geguckt, die erste Staffel? Nee. Alter, ich guck sonst keine Scheiß-Serien. Und The Witcher, die erste Staffel, hast du nicht gesehen? Du hast kein Dark gesehen, mit dem muss ich gar nicht weiterreden. Oh, ich hab's angeguckt, ich hab's versucht und dann ist das Problem, wenn man halt ein Mensch ist, der halt auch mal arbeitet und mal auch mal Prioritäten setzt und auch mal lebt. Wenn du da 4 Stunden raus bist aus dieser Serie, da bist du verloren. Dann weißt du, du weißt dann schon nicht mehr, wer mit wem, welche Schwester auf welchem Bruder sitzt. Weißt du, das ist das Problem bei Dark. Du musst da dranbleiben und da es da schon gefühlte 3 Staffeln gibt, musst du es binge-watching. Wie manche Leute binge-eating. Die Schwester ist die Mutter und die Mutter die... Nee, die Mutter ist die Tochter und die Tochter die Mutter. Ich habe keine Ahnung, gibt so viele Mütter und Töchter. Das ist mir alles zu Game of Thrones lastig. Ah, Game of Thrones habt ihr gesehen. Hast du gesehen? Wer hat Game of Thrones? Ich rede... Bitte. Junge, wo sollte ich mir das denn geben? Das lief dann nur auf Premiere, du Witze. Nein, das läuft im Internet. Du hast kein Game of Thrones geguckt? Nein. Ich muss jetzt irgendwas... Digga, ich werde es mir bald mal geben. Ich verspreche es. Ich verspreche es dir. Hör auf zu wichsen. Was ist denn mit dir los? Oh, warte. So, jetzt geht's weiter besser. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Nee, guck The Witcher. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Ich werde es irgendwann mal schauen. So, gut. Ja, und kleiner Flexi-Tipp für die Feiertage. Witcher 1 schauen. Kleiner Flexi-Tipp für die Feiertage. Und geht mal trainieren, ihr faule Bande, die uns schauen. Kleiner Flexi-Tipp. Ja, kleiner Flexi-Tipp. Alles fit im Schritt. So, komm, wir gehen mal weiter. Ach ja, oh ja. Jetzt ist auch noch ein Thema, was mich letztes Jahr betroffen hat. Ein Tinnitus. Hast du schon mal einen Tinnitus gehabt? Also so mal über mehrere Tage? Nein, zum Glück noch nicht. Alter, so ekelhaft. Und da gibt es so... Komm, wir spielen einfach ab. Ich erzähl ja nicht, ich hab doch gar keine Ahnung. Auf jeden Fall der Beitrag für Leute, die Tinnitussen haben, oh, das ist bestimmt eine neue Kategorie auf Pornhub, Symptome, Ursachen und Behandlung.
So, aber bei NDR Gesund wird ja wieder verlinkt, wie immer. Und komm, wir gehen mal rein. Oh, hier ist ein Untertitel, weg. Es ist als wahnsinnige Entlastung, ihr eigenes Geräusch nicht mehr zu hören. Es ist tatsächlich so, dass mir das Rauschen aus dem Hörgerät besonders hilft, weil das auch in meinem Bewusstsein so ist, dass ich ihm sage, pass auf, mein Junge, jetzt ist aber mal gut, jetzt rausche ich dir mal einen. Jetzt rausche ich dir mal einen. Mama. Den Tinnitus mit einem Rauschen zu überdecken, das geht inzwischen auch ohne Hörgerät mit Smartphone-Apps. Bei manchen Tinnitus-Apps übernehmen Krankenkassen sogar die Kosten, obwohl der therapeutische Nutzen noch nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Es gibt auch Patienten, die schon von selbst kommen und sagen hier, ich habe Ohrgeräusche und ich habe jetzt mit über meine AirPods gehört, es gibt so ein Rauschen und das entlastet mich und damit schlafe ich auch nachts ein. Also die Verbesserung durch so Neben... Ihre erste Frage hätte es lauten sollen, AirPods, sag mal, bist du behindert? So weiter geht's. Geräusche, das spüren auch manche Patienten, ohne dass wir sie darauf hinweisen. Der Tinnitus. Also so mit dem Tinnitus hatte ich auch meine Erfahrung gehabt. Ich hatte es gefühlte 3-4 Wochen gehabt. Ich hatte das mit Gingo behandelt. Da wollte mir dieser HNO-Heuchler-Arzt, übrigens eine sehr heiße, Arzthelferin hatte. Boah, die einen guten Arsch gehabt in der weißen Hose. Das ist hängen geblieben. Das ist mir hängen geblieben. Die war auch sehr sympathisch. Also guter Arsch. Sehr guter Arsch. Ich bin ja eher objektiv beurteile ich von oben herab. Aber der wollte mir auch irgendwelche Gingo-Tabletten, irgendeine Scheiße aufschreiben. Da habe ich gesagt, nee, hab ich. Ich habe mir das gepanschte Zeug dann einfach bei Amazon bestellt. Und das hat mir geholfen, dass es weggegangen ist. Und Stressminimierung. Und was ich dann gemacht habe, ich habe auch abends dann Musik gehört. Die ganze Zeit lief nur Musik. Laut, dass du das übertünchen kannst. Und ich bin mal, wenn jemand einen Tinnitus hat, könnt ihr mal euch so eine App runterladen und dann auf eure AirPods Dreck hören. Und mal schauen, und vielleicht bringt es euch ja was. Ich will ja den Leuten auch was weitergeben. Also schaut euch, ich denke mal, jemand, der Tinnitus erkrankt ist oder so, das schon jahrelang hat, dass er mit dem Video vielleicht, es mindern kann. Vielleicht bringt's ja was. Ein bisschen Rauschen im Hintergrund hilft auf jeden Fall. Wollte ich jetzt mal so behaupten. Ah, so. Tinnitus ist übel ekelhaft. Das macht dich kaputt. Mega eklig. Aber ist genauso ekelhaft, wie wenn du nichts riechen oder sonst was kannst sehen. Über alles, was auf die Sinne geht, ist total krass. Ich würde lieber nichts riechen können, als einen Tinnitus zu haben. Ja, würde ich aber auch. Alter, also ich tausche meinen Geruchssinn gegen Tinnitus ein, also dagegen. Den würde ich auch machen, ehrlich. Weil das ist die Hölle. Du kannst dich nicht konzentrieren, auch wenn du da, ich weiß nicht, wie das Leute machen, die das Jahre haben, bei denen das nicht mehr weggeht, bei denen das permanent da ist. Du kannst das ja nur mit lauter Musik dann, mit irgendwelchen Brüllereien oder was weiß ich halt. Ah. Und was mir geholfen hat, ich hatte dann in der Nacht immer so Regen und so laufen lassen auf dem Smartphone. Einfach so Geräusche. Ich hatte meistens so meine Soundbox da hingestellt, dass ich da, weißt du, weil du kommst nicht zum Pennen. Du fokussierst dich dann auch rein in diese Scheiße. Das ist, ey, psychisch, da wirst du wahnsinnig. Ah. Keine Ruhe und keine Stille. Dieses ruhige Grundrauschen. Das ist ja jetzt hier mein Raum, wo ich jetzt hier bin. Der ist ja zur Hälfte, ist der ja isoliert so quasi. Und da ist ja hier überall Basotec. Hinter mir, vorne mir, neben mir, oben, über alles ist hier komplett. Und wenn du hier in diesen Raum reinkommst, der hat eine ganz andere Ruhe und Stille. Egal wo du bist. Es ist einfach so, du kommst hier rein, das ist wie so steril, als würdest du überhaupt nicht, als würdest du in irgendeinen Operationssaal reinkommen. So ganz komisch. Das ist bloß als Sound steril. Ganz, aber ja. Es ist geil, man gewöhnt sich daran. Es strahlt so eine innere Ruhe aus. Und wenn du dann einen Tinnitus hast und du bist an einem Ort, wo es extrem ruhig ist, Alter. Absoluter Abfuck. So, ich hoffe, falls jemand einen Tinnitus hat von unseren Patienten, unseren Science-Trologen, ja. Ihr könnt euch damit irgendwie weiterhelfen. So, apropos weiterhelfen, Big Sound wurde auch weitergeholfen, der gute Adolf Bockart und die Viola, Bu, ich weiß nicht, wie sie, also tut mir leid, Viola, ich mag euch beide ja, sind jetzt bei Big Sound. Da sieht man sie auf den Hüftbällen rumsitzen. Wunderschön. Wollen wir reinlaufen lassen oder wollen wir gleich weitergehen? Was sind... Sorry, ich war kurzzeitig Gesundheitsminister. Je nachdem, wie du willst. Na komm, wir lassen mal ganz kurz reinufern. Auch IFBB Pro. Und ihr wisst, wir sind immer zusammen unterwegs. Und diesmal sind wir zusammen.
bei unserem neuen Hauptsponsor Big Zone. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wollten das Ganze gerne mit euch teilen und auch das Ganze verkünden. Und heute ist es soweit. Wir dürfen offiziell sagen, dass wir hiermit stolze Big Zone Athleten sind, oder? Ah, Big Zone greift sich zurzeit auch gut, Leute, muss ich sagen. Also die haben schon ein feines Action. Gar nicht schon verfolgt, Alter. Also die greifen immer mal so ganz coole Dudes ab, was das betrifft. Ja, wird immer größer, die Marke. Sind ja auch sympathisch. Aber jetzt mit Matthias Clemens als Gegner, oh, da wird einiges kommen. Er hat ja Big Zone auf zu sein. Feinden erklärt. Wenn jeder, der mit Big Zone ist, wird rasiert. Das ist doch der Burkhardt, oder? Ja, ja. Wo ist die ultimative Masse? Die ultimative Masse, Moment, gehen wir mal weiter. Was ist immer noch die ultimative Masse? Nee, wir sehen hier nur, wir sehen hier gerade ein Studio. Hat der irgendwie ein Statement-Video gemacht, dass er abgebaut hat? Nee. Ich glaube mal, es wirkt halt einfach so von den Kameraeinstellungen vom Licht. Ja, er wird noch big sein. Er wird noch, da hier, siehst du noch was? Wird schon, da ist schon. Nee, Alter, der sieht ganz anders aus. Meinst du, er ist kleiner geworden? Das sieht aber auch gerade ziemlich komisch aus. Nein, Alter, wenn du vergleich mal die Aufnahmen mit den von Budesheim, waren auf Budesheim. Einer Bühne. Budesheim. Ja, aber waren Tim, auf einer Bühne. Tim ist aber auch nochmal in dem Jahr jetzt explodiert. Also. Oder, keine Ahnung. Ich will nicht mutmaßen, ich gebe einfach ein Like und viel Erfolg. Vielleicht sieht es auch einfach nur durch den höheren KFA so aus, es wäre weniger. Kann passieren. So, jetzt gehen wir mal zum guten. Oh, wir sind ja immer noch bei Big Zone in den Athletenlager heute unterwegs. Ah, es fühlt sich so wie Nostalgie gerade an, weißt du, so wie so eine Jahresabschlusssendung mal wieder oldschool. Irgendwie haben wir es irgendwie cool, oder? Ich find's scheiße. Ich mag's nicht. So, komm, wir müssen Mike kriegt ein Like. Iron Mike liken. So, lasst mal ein Like da. Könnt auch schöne Kommentare schreiben. Gruß von Flexi, könnt ihr auch unterschreiben. Und Mike weiß, woher es kommt. Oder auch, vielleicht hat er uns auch vergessen. Nee, Mike ist auch, wenn du im Dings reinkommst, im Livestream, ist er immer auch herzlich. Also er sagt immer, hey Flexi und so. Also ist ein cooler Dude, er vergisst nicht. So, deswegen schätze ich ihn. Er vergisst nicht. Er vergisst uns nicht. Nein, deswegen schätze ich ihn auch sehr als Menschen. So. Ist nicht bei jedem so. Es gibt Leute, die behandeln, die kennen dich nicht mehr. Da gibt's genügend Leute davon. So, wir gucken mal rein. Und trotzdem möchte ich dir hier nochmal mitgeben. Es gibt sehr viele Beispiele, auch in meinem Bekanntenkreis, von Leuten, die komplett unterschiedliche Dinge tun. Die eine oder der eine, Sport, Fitness, volles Rohr und Partner eben nicht. Und es ist einfach eine Mindset-Frage. Man muss sich da irgendwann mal zusammensetzen und sagen, ey, es ist mir wichtig und ich bin dir doch wichtig. Wie wäre es, wenn du anfängst, mich zu unterstützen, hinter mir zu stehen? Das bringt Harmonie in unsere Beziehung und ich gebe dir das tausendfach zurück, wenn ich merke, dass du auf meiner Seite bist. Mann, wenn du nicht auf meiner Seite bist, wer soll es denn dann sein? So, verstehst du, was ich meine? Du bist der Mensch, der mir am allerwichtigsten ist. Du musst hinter mir stehen. Ich brauche dich dafür. Das ist auch das, was ich meinen Coachings sage, wenn sie Probleme in der Beziehung damit bekommen. Wenn die Frau sagt, ich möchte nicht mehr, dass du dir das Coaching gönnst, von wegen Haushaltskasse und sowas. Da habe ich wirklich dann gesagt, setz dich doch mal hin für ein klärendes Gespräch. Setz dich doch mal ins Auto und fahr einfach über die Grenze, mein Freund. Und such dir dann einen neuen Job. Und bau dir dann noch eine Familie auf. Ja, wie wichtig ist es, ich habe ja keine Ahnung, ich habe ja nur 6 Hunde zu Hause und bin stolzer Single. Wie wichtig ist es für einen Menschen, der lebt, einen Partner zu haben, der einen unterstützt? Also ich habe die Erfahrung damit gemacht, dass Frauen in meinem Leben den Sport nicht tolerieren. Es wird am Anfang immer so kommuniziert wie, guck mal, der sieht ja ganz sportlich aus. Und nach hinten rum war es dann eigentlich immer nur zeitraubend und Augenrollen und musst du da wirklich heute wieder hin? Ich habe da 3-4 Freunde, die auch der gleichen Meinung sind wie ich. Hey, du hast mich so kennengelernt, du musst es akzeptieren. Wiederum kenne ich aber auch Leute, die machen Sport, um eine Frau kennenzulernen. Sobald sie die Frau dann kennen, wird der Sport minimiert. Und das sind da für mich absolute Mega-Drecksheuchler und den möchte ich gerne ins Gesicht spucken. Nicht, weil sie mir was vorgemacht haben oder der Frau, sondern weil es einfach ehrenlose Bastarde sind, die uns jedes Jahr aufs Neue den Januar im Fitnessstudio versauen. Ich hoffe, ihr werdet alle fett und hässlich. Gesundheitsminister. Beruhig dich doch mal. Hast du das nicht verstanden, was ich gesagt habe? Doch, ich verstehe das schon. Hingegen habe ich einmal miterlebt, dass mich eine Frau aktiv bei dem Sport unterstützt hat
Und muss sagen, das war eine sehr angenehme Erfahrung. Kann ich mir auch vorstellen, also, ja. Also ich kam nach Hause und dann war teilweise fitnessgerecht gekocht und ich bin wirklich ein Sadist. Also Leute, die mich tiefer kennen, die wissen, oh mein Gott, mit dem ist echt nicht gleich Kirschen essen. Und wir waren zum Beispiel hier und da mal zum Essen eingeladen und ich habe dann da nichts gegessen oder habe irgendwelche, ich habe mir sogar einmal Essen mitgebracht. Und die haben dann alle Pommes und Burger sich reingefahren und ich habe die auch alle sehr verurteilend angeguckt. Ich bin halt einfach ein Spasti so. Ich kann nichts dafür. Ja, ich kenne dich. Ein, dass das ein, ja, ja. Ich sehe es ja selbst ein. Ja. Und die hat gesagt, nee, der verfolgt gerade eine Ambition und ich finde das gut, was er macht. Und das ist cool. Aber weißt das du, war richtig cool. Weißt du, aber die meisten Frauen, die sich dann darüber aufregen, dass du zu viel Sport und so machst, das sind einfach hobbylose Fotzen. Dein Partner ist einfach eine hobbylose Bastardsau, der seine Scheiße auf dich reflektiert und nur den Arsch zu Netflix schauen oder sonst irgendwas hochkriegt. Der einfach nur irgendjemanden sucht, der mit ihm irgendwo sitzt und sich selbst bemitleidet, wie scheiße das Wetter heute ist oder wie kalt es wieder draußen ist. Solche Schweine brauche man nicht. Die will ich nicht haben. Weg. Disliken. Ja, ja, deabonniert uns, ihr Schweine. Wenn ihr solche Schweine seid, haut ab. Weg damit. Ja, ist ja wirklich so. Und einmal kurzer Ausbrecher aus der Story. Einmal war eine dabei, die wirklich explizit gesagt hat, aufgrund dessen, dass du sportlich bist. Habe ich komplexer. Die hat dann gesagt, da darfst du jetzt heute einmal alles machen. Oh! Und, kannst du für mich abwaschen? Ich mag das, wenn du abwäschst. Was hast du gefordert? Das war echt eine komische Sache so. Also du hast gemerkt, die findet das gut und das ist ja auch im Grunde genommen genau das, weswegen manche mit diesem Sport anfangen. Die wollen ja ein optisch gutes Erscheinungsbild kreieren, um dann bei solchen Art von Frauen zu landen. Also ich konnte es dann auch in die richtige Schublade stecken und habe mich nicht irgendwie abgewertet gefühlt oder warte, so. Warte, in welche Schublade hast du das gesteckt? Jetzt ist nochmal bitte für die Leute hier, dass sie das ja, wissen. Dass die halt in dem Sinne geistig behindert ist und jetzt auch genau das kriegt, was sie will und ich krieg auch das, was ich will. Ich will wissen, in welche Öffnung du das gesteckt hast. So, jetzt nochmal um genau. Ach, überall. Überall durftest du reinstecken, steckern. Hast du auch die Apple AirPods benutzt zum Stecken? Nee, gab's so einen Scheiß noch nicht. Du hast keine AirPods ins Ohr gesteckt? Nein. Oh, ist das... Man muss sich halt darauf einlassen können, so, ne? Ja, sucht also, euch einen Partner. Wer aktiv nach sowas sucht, der wird, glaube ich, enttäuscht werden. Ja, weil die meisten halt einfach nur für Insta und Co. leben und einfach ein bisschen Bilderchen machen und dann irgendwas in die Kamera halten und bewerten. Ich glaube, es gibt noch wenige allgemein Männer, Frauen, die das wirklich so intensiv leben. Ja, gut, lass mal so stehen. Wobei, ich muss eine Sache muss ich klarstellen und das die hat lieber unehrlich was mit geilen Typen, ja, so für sich, anstatt wie es die Großzahl der Scheißtypen machen, die nämlich den ganzen Tag sich auf Pornos an runterholen, aber zu Hause fette Stück Scheiß im Bett liegen haben und nicht bereit sind, irgendwas zu ändern. Das sind eigentlich die Schlimmeren. Aber so ist die Gesellschaft, müssen wir akzeptieren. Ist halt so. Generation Netflix. Ja, aber ich kann da nicht hier Wasser predigen und Wein saufen, so. Dann muss meine Partnerin auch schon in gewissem Maße irgendwie attraktiv sein, sonst habe ich einfach verkackt. Es ist doch so. Ich kann dann nicht mich einfach nebenlegen. Es ist wie die Leute, die schon jahrzehntelang Single sind und die geben dann Beziehungstipps. Ist genauso verhurt. Ist halt, warte, wenn du dauerhaft Single bist und dann kannst du einen einzigen Fitness-Tipp. Einen einzigen Beziehungstipp geben, den würde ich dann abkaufen. Abhauen. Und das ist, wenn die sagen, sie sind noch nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung. Und das habe ich selbst an mir gelernt. Die Frauen, die ich attraktiv finde, beziehungsweise bei denen ich mir Chancen ausrechne, wo es dann auch zu 90% klappt, irgendwann kennt man so seinen Typ Frau, wo man, oder das Schema, was man abarbeiten muss, um dass man das klappt. Und das passiert auch sehr oft unterbewusst. Sind emotionale Krippe. Yes, yo. Und wenn man sich jetzt fragt, was muss ich tun, um diese nicht zu kriegen, muss an dir selber erstmal arbeiten. Und daher finde ich es klüger, dann von manchen Leuten Single zu sein und wirklich an sich selber zu arbeiten, bevor man von einem Krüppel zum nächsten wandert. Ja, ich finde das auch. Früher war ich natürlich weitaus mehr oberflächlich und objektbezogen. Aber wenn ich heute so Gespräche mit einem Mädel führe und dann denke ich mir, boah,
Vielleicht ist sie jetzt keine dumme Sau, aber wenn ich dann schon diese Ansichten höre, da merkt man schon, wie, auch wenn sie eine 9 wäre, wie der Penis dann wieder runtergeht. Alleine von den Gelaber. Es ist krass. Also muss ich schon sagen. Wenn die Scheiße labert und man merkt, das ist ein dummes Stück Scheiß, also extrem ansichtsmäßig da abhauen, da ist die für mich uninteressant. Oder wenn diese... Ich merke immer, ich hasse es immer, wenn ich in Gespräche verwickelt werde und dann kommen dann immer so ganz normale Fragen. So, was machst du für Hobbys, arbeiten und bla. Also sowas kommt ja immer dieses Wort arbeiten. Es ist immer irgendwie, da denke ich mir schon, oh, boah, hast du, lass uns mal über Hobbys reden. Und dann siehst du ja, wie sie so ist, was sie aufgeht, ob sie überhaupt alleine lebensfähig wäre. Weil wenn, dann brauchst du eine Frau, die auch mal ohne dich auskommt, die auch mal sich selbst ernähren kann, weißt du? Und nicht eine, die dann so klammert und nervt, ja, und keine Hobbys hat. Wenn du da hast du zusammen was... Da gibt's nur ein Problem. Die einzigen Fotzen, also das einzige Fotzen-Hobby, was dermaßen ausgeprägt ist, ist ja dieser Pferdesport. Oh. Und der ist einfach in 90% aller Fälle undankbar und nur extremst kostspielig. Ja, das Vieh zu erschießen und dann zu vergraben. Dann musst du, wenn du das... Na, ich habe absichtlich 90% gesagt. Es gibt 10%, wo die Frauen Glück haben mit dem Pferd. Das muss der zum Tierarzt... gesundes Zeitmanagement am Tag legen und nicht nur irgendwie so eine Pflegerolle übernehmen, sondern tatsächlich auch irgendwie, ich sag mal, jetzt eine Sportart mit dem Viech da vollziehen. Hast du schon mal eine Reiterhof-Bitch von der Koppel geklärt? Ich hatte mal eine Reiterhof-Bitch und die war unter den 90% von den Vollversagern, die nämlich fast nur geputzt hat, ständig dahingerannt ist für Notting, ist das Pferd so gut wie nie geritten, war permanent krank und ja, das war dann halt wieder dieses... Dann hättest du lieber kein Hobby haben sollen. Ja, doch lieber Netflix und irgendwie ein Harzer Leben aufbauen. Ah, du hast Stück. Du hast recht. Wisst ihr, was mir letztes Jahr extrem gefehlt hat? Im Sommer und so? Die Mini-Rock-Safari, die ich eigentlich sonst immer mit meinem Kumpel immer unternommen habe durch die Stadt. Das hat mir gefehlt. War dieses Jahr nicht mehr, und die Menschen sind halt dicker geworden. Es ist halt nicht mehr so schön, das zu schauen. Du hast da ab und zu mal so Ausreißer, so, wo du so. Und dann kommen halt dann mehrere Enten. Ich bin enttäuscht. Ich bin total verrückt. Ich habe die Erfahrung eigentlich gemacht, dass die Leute nicht dicker geworden sind. Ich weiß nicht, ob das hier an unseren Ostler-DNA liegt. Keine Ahnung, aber dieses Jahr war nicht so. Vielleicht habe ich auch mehr Erwartung gehabt. Ich weiß nicht, da ich ja auf YouTube Porno Premium bin. Ein Beispiel von 10. Ja. Also ein Beispiel von 10, da wo man direkt vergleichen kann. Bei mir in unmittelbarer Nähe gibt es eine schulische Weiterbildung, die fast nur von Frauen besucht wird. Für Miniröcker? In dem Alter von, ich glaube, 16 bis 36, alles querbeet durch. 30 plus abhauen. Und wenn du da zum besagten Schulschluss vorbeifährst und daneben ist auch direkt noch eine Bushaltestelle oder ein Einkaufsladen. Also siehst du dann wirklich eine richtige Menschenmeute des weiblichen Geschlechts da rausspazieren. Twerken die da? Ja. Oh, geil. Kann man da von draußen reinschauen? Ja, könntest du sogar. Sagen wir, 85% sind normalgewichtig bis hin zu gut. Also wirklich sehr gut. Ja, aber wie lange noch, ist die Frage. Das hat ja auch natürlich. Ablaufdatum. Wie gesagt, das Spektrum des Alters ist auch relativ gefächert. Das Spektrum ist sehr wichtig. Also wenn da mal eine Mollige rausmarschiert, die fällt dir ins Auge. Geil. Und ich finde, weiß ich das mal, das kann ich auch auf andere Sachen reproduzieren, wenn ich zum Beispiel abends in irgendeine Kneipe gehe oder so. Ich selber sehe mittlerweile wenig Fette. Gefällt mir, aber ab welchem Punkt ist man auch fett? Das muss man ja auch selber mal so sagen. Weil wir wollen jetzt hier nicht wieder die Dicken bashen. Also hier, wir reden von extrem Übergesichtigen jetzt hier. Weil man ein paar Kilo zu viel hat, wir lieben euch ja trotzdem. Ich muss es jetzt nochmal betonen. So, nicht, dass hier wieder Hassmails kommen und so. Komm, wir gehen weiter. Und so. Komm, wir gehen mal weiter. Nee, Quatsch, kommen keine Hassmails. Die meisten, die uns schauen, verstehen das. Die denken ja selber, ihr seid selber krank. So. Oh, wir kommen halt schon wieder nicht voran. Warte mal, ich muss mal hier gucken, wie weit wir überhaupt... wir sind schon bei 55 Minuten. Alter, wir haben ja noch gar nichts heute geschafft. Wir scrollen mal durch, was es heute alles gab. Okay, das können wir mal gucken. Oh, Tyson hatte eigentlich auch was ganz Geiles gehabt. Tim Budesheim, können wir jetzt so mal sagen. Der ist jetzt wieder Single. Hat sich getrennt von seiner Dame. Des Herzens. Da hat er ja nochmal ein extrem privates Video hier gemacht auf seinem Kanal. Könnt ihr mal drüber schauen, wenn ihr wollt. Wollen wir es kurz anlaufen lassen?
Oder reicht das? Ja, sehr, sehr gerne. Mir hat es jetzt so gereicht. Okay, dann machen wir's. Und war immer ein Mensch, der noch sehr, sehr viel Vertrauen in die Menschheit hatte und in Leute hatte. Und muss sagen, dass ich in dem letzten halben Jahr, wo halt dieses ganze Krise ist, natürlich nie von jetzt auf gleich, im letzten halben Jahr die Menschheit noch mal ganz anders kennengelernt habe. Alles also einfach viele Menschen, die mit zwei Zungen sprechen. Einmal so, einmal so. Und viele Menschen, die scheinen irgendwas zu wissen. Ich weiß was, ich will was erzählen, die irgendwas von sich geben wollen, was nicht der Tatsache entspricht. Und da frage ich mich manchmal, was hat man davon? Auf jeden Fall vielen Dank für euren Support, auch im Namen meiner Familie. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und ich hoffe, als nächstes gibt es wieder ein schöneres YouTube-Video mit tolleren Themen. Ja gut, das hat er nochmal aufgegriffen, so dass er auch wahrscheinlich auch sehr enttäuscht wurde von gewissen Leuten. Wer weiß, was da jetzt im Hintergrund gelaufen ist. Auf jeden Fall ist er, ich glaube, das war am Anfang. Wir gehen nochmal kurz rein, wir wollen das jetzt hier mal sicherstellen können. Das Zusammenleben von der Pia und mir relativ rar geworden auf Instagram, in den Social Media. Und das liegt daran, dass die Pia und ich uns leider getrennt haben. So, jetzt haben wir das nochmal. Ja, alles Gute, Tim, würde ich sagen. Auch das Video, der Ausschnitt davor, lässt mich so aufhorchen. Es ist halt im Internet nicht immer alles schön, wie man denkt. Da gibt es genug Verbrecher und Verbrecherfreundschaften. Hast du auch so Verbrecherfreundschaften? Ja. Gut, lass mal so stehen. Habt ihr Verbrecherfreundschaften? Schreibt's drunter oder. Na, ich finde es halt trotzdem krass. Ich dachte immer, Tim ist so das Paradebeispiel für den Typen, der es alles hinkriegt. Ja, das hat doch nichts zu sagen. Ich weiß, und ich finde aber, es macht ihn ein Stück weit menschlicher und über sowas genau zu reden. Ja. Hä? Über sowas auch so, zu reden. Auch so, dass das auch so ein Tim Budesheimer scheitern kann, der natürlich 17 Jobs gleichzeitig vollzogen hat und noch ein perfektes Familienleben hatte. Da muss aber auch dazu sagen, dass das, glaube ich, nicht so geklappt hätte, wenn er nicht Pia an seine Seite gehabt hätte, die dann wirklich eine verständnisvolle Frau und auch Mutter war. Ich glaube, die meisten Zippen hätten gesagt, jetzt kümmern wir auch mal an dein Kind, hör mal. Und hätten ihn angespuckt. Ja, ich will nur mal sagen, bei den meisten, ich will jetzt nicht sagen, dass Tim ein Serienmörder ist, aber bei den meisten Serienmördern denkt man auch, das sind tolle, wunderbare Väter und Co. Also nur mal so, nach außen hin scheint, kann alles anders sein. Vielleicht vergraben wir ja auch Katzen. Kann ja auch sein. Oder wir werfen Backsteine von Brücken. Kann ja auch sein, wisst auch keiner. Solange wir nicht auffliegen, sind wir ganz normale kleine YouTuber. Vielleicht verkaufen wir auch Frauen nach Tschechien. Wer weiß? Wer weiß, was du kannst bei niemandem in den Kopf gucken. Ich konnte auch gefühlte Jahrzehnte lang bei meinem ehemals besten Kumpel nicht in den Kopf gucken. Aber er war kein Serienmörder. Er hatte andere Sachen. In seinen Kopf. So. Ja, und ich konnte ihm auch nicht helfen. Ist schwierig. Also Menschen kannst du nie in den Kopf gucken. Auch wenn du die noch so gut kennst. Wer weiß, was du heute Abend machst, Manje? Ich glaube, du gehst in den Darkroom und lässt dich ordentlich vollpumpen. So, dann gucken wir mal weiter. Okay, wir hatten von Patrick Reiser. Wir haben heute nur Beziehungstipps. Wir haben ja überhaupt gar keine Ahnung davon. Nee, von Patrick möchte ich heute keine Beziehungstipps haben. Oder wir gehen mal zum Kevin, der hat immer gute Tipps. So. Heute ist auch extrem trockene Trennluft. Oh, guck mal hier, der Kevin hier, das zeigt doch schon 805 Dislikes auf 1900 Likes. Das ist ein gutes Verhältnis, da weiß ich, das Video ist nicht so gut. Also, er kommt nicht so gut mehr in der Community an. Mhm. Oh, das ist aber sehr schade. Ja, und dann will er jetzt halt von NP, kriegt er, komm, ich erzähl's einfach, ich möchte Kevin jetzt nicht reden hören. Er kriegt jetzt von NP so eine Green Card, oder kann sie annehmen, dass er in Amerika einen Arbeitsvertrag hat. Oder kann er jetzt in Amerika da seine Sachen handeln. So, und er ist jetzt bei NP. Interessiert dich das? Das Kevin jetzt? Ich finde, Kevin. Nicht eindeutig, rein gar nicht. Nein, Kevin hat so an Sympathie verloren in den letzten anderthalb Jahren. Es ist einfach. Ja, herabgefallen. 45.000 Aufrufe auf 660.000 Abonnenten. Puh. Aber das ist noch ein gutes Video. Das ist noch ein sehr gutes Video. Also die. Jetzt hat er sein nächstes war, ich reagiere auf den Synthol-Boss. 10.000. Wow. Ja, das ist halt, was ist mit ASN? Halt alles, was so ein bisschen das hätte wahrscheinlich früher über 100.000 Dings gekriegt.
Und du merkst halt, die Leute, die glauben ihnen einfach nicht mehr, was das betrifft. 2-Stunden-Transformation nach 6 Wochen, wo wir drüber gelacht hatten. Nee, das war ein anderes Video, wo wir... Doch. Nee, hatten wir nicht darüber gelacht, vorher, nachher, pumpen? Doch, klar, 2 Stunden. Ja, haben wir drüber gelacht. Ja, da haben wir sehr hart darüber gelacht. Oh Mann, sind wir bösartige Menschen. Ich wurde letztens, wurde mir gesagt, dass ich Leute moppe. Das ist, da hat uns jemand in den Kommentaren irgendwie, dass es Schwachsinn ist, was wir machen und so. Mit was wir uns da auseinandersetzen, habe ich noch geschrieben gehabt, dass er sich mit unserem Kanal nicht auseinandersetzt. Und dass sein Profil, ich habe irgendwas so zurückgegeben, was eigentlich kein richtiger Diss war, aber er hat es dann so aufbezogen, dass ich oberflächlich sein Profil gemeint habe, dass es scheiße ist. Dabei sieht man auf seinem Profil 5 Leute und ich weiß nicht, welcher wer es ist. Er hat sich quasi gleich in die Opferrolle begeben und da musste ich übelst drüber lachen und dachte mir, okay, lass weitergehen. Schwach, ziemlich schwach. Kriege ich gerade Nasenbluten, ich muss gucken. Nein, ich krieg keinen Nasen. Hätte sein können. Ich musste schon wieder. So, okay, Kevin, wir wünschen dir alles Gute. Da gab es noch ein Video, warum du nicht das essen solltest, was Influencerinnen essen. Manuel, kannst du das kurz beantworten? Weil es meistens eine Lüge ist, Alter. Influencerinnen? InfluencerInnen, ich glaube, er hat nur gegendert. InfluencerInnen. Allein für dieses Gendern. Dislike. Ja, also man darf nicht mehr gendern. Ich kenne ja nur die Influencer, die auf Dauermasse machen und sich täglich 5500 Kalorien reinfahren. Wenn du es als Normalverbraucher machst, wirst du wahrscheinlich fett. Und dann gibt es ja die Leute, die sich jährlich mit 1000 Kalorien am Tag über Wasser halten, aber trotzdem noch ein Glas Vino in der Hand halten, zu wie den perfekten Lifestyle. Ja, beides wird euch ficken. So, da habe ich mir gedacht, okay, hier der Henry hat auch 65.000 Abonnenten, auch nur 586 Aufrufe. Es ist alles irgendwie nicht so ganz so koscher. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt wegen Gendern habe ich jetzt gedisliked. Das darf man ja nicht. Dann kommen ja wieder die ganzen bösen Unterheiten. Und da kommen die wieder, die 2%, um die 1% von den 2% bauschen wieder hoch, weil die anderen 99% ihnen das scheißegal ist, aber trotzdem durch die Medien da so viel gewährt wird, dass es ja so wichtig ist. Wir haben andere Probleme auf der Erde als sowas, ganz ehrlich. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier mal in den Hintergrund schauen. Wenn du jetzt Coach wärst, wolltest du dir denn Bilder, sie sagen ja von ihren Probanden, das sind ja keine Trainierende, finde ich sowieso immer abwertend. Ich weiß nicht, ob er es jetzt so macht, aber machen viele. Die da so hinten auf den Schrank stellen, wie die abgenommen haben? Nein. Ich auch nicht. Okay. Ich mach gar nichts. Okay. Ich mach's einfach weg. So, hier sieht man nochmal Kevin hier. Warum ist denn jetzt so Kevin? So sieht der nicht aus. Das ist doch niemals ein Kevin. Ja, Pussy direkt. Photoshop, schmale Taille, schmaler, Körperfett reduziert, Arme breiter. Na, Hater würden sagen, das sei Photoshop, schreibt er. Es ist offiziell, ab heute bin ich Powerstage Germany MP Nutrition Athlet. Ich bedanke mich für die Chance, dass die Powerstage gibt, dass es so ein Freund. So, Moment, ich habe noch was vergessen. So. Ja, jetzt ist er dort. Also, es macht ihn halt extrem unglaubwürdig. In einem Jahr so und so viele Sponsor-Dings, wie er Flying Uwe angegangen ist, wie er vorher gewinklert hat. Nicht mal ich würde ihn mehr als unser Athleten nehmen. Und wenn er auch sagt, er wird es kostenlos machen. Das heißt schon viel. Und wir nehmen alles. Wir nehmen wirklich jeden. Ja, Mann, wir nehmen echt jeden. Wir nehmen echt jeden. Aber bei Kevin kriegt ein Science-Trologen-Verbot. Du kommst hier nicht rein. Ach komm, ich lasse aber ein Herz da. Mir gefällt das. Ich wünsche ihm ja auch alles Gute. So. Wir wünschen jeden alles Gute. Was haben wir denn hier? Ja, Mani, hast du überhaupt noch Bock? Ich weiß gar nicht. Was soll man hier eigentlich? Nö, ehrlich gesagt nicht. Oh, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, Leute. Also wir wissen jetzt überhaupt, warte mal. Wir gehen mal rüber. Wir gucken mal, wollen wir noch ein paar Talks angucken? Oder was? Ja, komm, 1-2 Talks können wir auch gucken. Warte, ich guck mal gerade durch, was wir noch hätten mit Abzocken. Oh, kennst du diesen? Oh ja, das ist sehr interessant. Nee, ist es nicht. Aber das kann man alles für nächstes Wochenende schon wieder recyceln. Das gefällt mir so sehr. Ich bin voll der Recycler zurzeit. Ich suche immer so viele Sachen raus und denke mir immer, oh, das könnte ich bringen. Oh, das ist sehr interessant, Und dann denke ich mir, oh, scheiße, jetzt ist noch eine Stunde schon rum und Mani hat schon wieder keinen Bock. Ich bin enttäuscht. Also schreibt rein, Mani, du bist schuld. Einfach, nee, ich kann es ja auch verstehen. Ich würde auch eine 4-Stunden-Show machen, aber das klickt sich halt schlecht. Ja, Mann. Hast du gerade einen abgedrückt? Nee, ich habe den Stuhl verrückt, auf dem ich sitze. Ich war noch gar nicht pissen. Krass, du hast oder? Doch gerade einen abgedrückt. So, warte mal, wir haben schon lange aber kein Meme mehr gedrückt. Warte mal, hier, nee, das hörst du leider nicht, aber das hören die anderen. Ich lass einfach mal laufen. Pisse aus meinem Arsch direkt in die hässliche Judenfresse von Teil Mom.
So, so wollte ich einfach mal so sagen. Grüße an Max. So, und wir gucken mal rein jetzt. Oh, nee, oh, ich könnte kotzen. Hast du schon mal Eierschale, hat wahrscheinlich schon jeder gehabt, in dein Spiegelei gehabt und dann draufgebissen? Wie fühlt sich das an? Ja, klar. Findest du das gut? Findest du das geil? Ich könnte ausrasten. Ja, aber immer noch besser als Holz oder so. Das, aber, ja klar. Nee, Holz schmeckt doch. Holz ist doch geil. Bambus. So, guten Panda-Bären, die ernähren sich davon. Ich um mein Holz, kennst du nicht? Die Hitzinger von 257 aus. Aber jetzt darauf zurückzukommen, ich bestelle allgemein, wenn ich ins Restaurant meines Vertrauens gehe, nichts mit Eiern oder Spiegeleier. Erstmal könnte ich kotzen, wenn das so lapprig gebraten ist, wenn das nur von unten angebraten ist und da ist dieses Eigelb und schwammig und spermarisch und ekelhaft. Möchte ich nicht. Und dann, wenn dann irgendwo so ein Stück Eischale mit dabei ist, Eierschale dabei ist, könnte ich ausrasten. Bei mir verkantet sich das dann irgendwie und es haut mir dann durch die Arterien und dann verblute ich. So ist das bei mir mit Eierschalen. Deswegen habe ich dann eine Phobie davor. Und wenn ich musste fast kotzen. Also mir kam echt der Workreiz, wo ich das gesehen habe. Wir spielen es einfach mal ab. So, warte, ich mach nochmal von Anfang. Dann nehme jetzt ein rohes Ei. Und frisst das. Komplett. Das typ, also. Und jetzt hier mit Ei. Mit Eigelb, klar. Oh. So. Alter. Alter. Oh. Warte, ich kotze gleich. Echt so schlimm? Boah, das ist... Sorry, ey, es ist... Oh, ich bin da so empfindlich. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Ich hoffe... Oh, ich brauche jetzt was anderes. Oh. Aber wir gucken mal, was es noch gab. Ach nee, hier ist ein Synthol-Freak. Ah, hier ist ein Dings. Oh, ich hatte noch ein geiles gehabt. Oh, ich hatte noch... Nee, das ist von Xiaomi die coole Brille. Moment, wir gucken mal. Ach ja, hier, komm. Da hat eine Frau ihr Smartphone in die Mikrowelle gestellt zum Film. Und der Award für die dümmste Idee 2021 geht an. Ah, surprise, die Frau mit dem Handy in der Mikrowelle. Ja, also sie hatte ein Handy in die Mikrowelle gestellt. Sorry, ich musste das jetzt übergehen, sonst hätte ich mich echt bekotzt. Sie hat ein Handy in die Mikrowelle gestellt, um da von in der Mikrowelle aufzunehmen. Sagt ihr das auch? Ja, aber wie lange hat es geklappt? 2 Sekunden oder was? Naja, wir gucken noch mal. Komm, wir gucken mal. Ich mach das zu. 1, 2, 1,5. Und der Award? Ist geil. Oh, ja. Ja, hier. Pass auf. Ich hab ein Problem, wenn Leute sowas machen mit den Eiern, ne? Aber ich hab kein Problem, mir sowas anzuschauen. Komm, wir gucken mal. Das ist natürlich auch ein Flexi-Film-Tipp für über die Feiertage natürlich an euch. Wer es noch nicht gesehen hat, dem muss ich diesen Film empfehlen. Der ist nämlich wissenschaftlich fundiert und sehr wichtig, da wir ja auch ein Science-Space-Kanal sind. Sonst hätte man ja nicht Science im Kanal stehen. Wisst ihr ja, wir sind ja wir auch erkaufte Doktortitel und so. Das haben wir ja alle. Also wir sind ja alle irgendwelche Coaches und Docs. Und wir spielen es mal ab. Ich glaube, kennt jeder, oder? V-förmige Einschnitte unter dem Kinn von B und C hoch zu den Wangen. Vernäht werden die zirkulären Mucosa und Hautpartien von Anus und Mund. Zwischen A und B und zwischen B und C. Sodass nun die winkelartigen Haare in die Kinn- und Wangeneinschnitte eingepasst und vernäht werden können zwischen A und B und zwischen B und C. Ich kreiere einen siamesischen Drilling. Oder einen menschlichen, was heißt das, Tausendfüßler, Human Center? Ja, ja, geil. Also wer es nicht geschaut hat, ist schon echt schon ein bisschen älter. Darauf basierend, ich bin ja nicht nur ein perverses Schwein, also wie ihr alle wisst. Darauf, also ihr müsst diesen Film schauen, damit ihr richtig lachen könnt. Jetzt nicht in diesem Film. Danach geht ihr dann zu South Park rüber und guckt euch dann die South Park-Folgen an dazu. Lacher, Kracher, einfach nur geil. Da geht's auch, da wird auch Apple extrem hart reingenommen. Oh. Ich liebe South Park. Also die Folge war richtig gut. Man kann es aber nur genießen, wenn man diesen Film kennt. Der menschliche Tausendfüßler oder Hundertfüßler, irgendwas, The Human Sentai Pete Pet. Wie heißt denn das? Ich weiß es, ich kann kein Englisch. Ja, ich bin Ostler. Ich bin Ostler. Nicht oh Mann, ihr guckst dir an, ist eine Empfehlung. Du wirst auch lachen. Also du wirst speziell drüber lachen, weil
da eine Insider-Information ist, die ich dir nach dieser Show nochmal zukommen lasse, wo du sagst, Alter, kranke Scheiße. Kann ich euch leider nicht sagen, du wirst lachen, weil du da an mich denken wirst. Aber das wissen nur Leute, die mich kennen. Ich habe damit auch nichts zu tun, dass ich Ärsche und Münter aneinander nähe. Also so ist es jetzt wieder nicht. Ich kann es euch leider nicht verraten. Vielleicht irgendwann mal. Wenn wir hier 200.000 Abonnenten haben, werde ich es euch verraten. Dann ist es mir egal. Dann kann ich ja alles so preisgeben. So, ich wollte sagen, die Show war heute richtig fitnesslastig verhurt. Das liegt aber auch daran, dass wir uns so langsam ein bisschen so auf die Feiertage vorbereiten, ein bisschen chillen. Ich habe jetzt noch gerade so minimalistische zwei Projekte im Hintergrund, die ich jetzt anfange langsam zu planen. Ich habe ja schon von Underhated letzte Woche geredet. Ich weiß nicht, ob ich es Underhated nenne oder die Hatebusters. Mal schauen. Hab da schon ein bisschen was recherchiert dazu. Muss gucken, wie ich das jetzt langsam verpacke und Intro und Trailer und so. Wann das kommt, kann ich nicht sagen. Irgendwann wird es mal kommen. Vermute ich mal. Und dann habe ich noch mit jemand anderem ein kleines Projekt vor. Das wird da auch so ein Videoformat mäßig werden. Könnte, also wir müssen uns erstmal kurz schließen und mal schauen, was für Humor wir haben, weil wir haben ja noch nicht so miteinander geredet, nur Instagram. Und dann schauen wir mal, was da rumkommt, ob da überhaupt was instande kommt. Also sowas sind halt gerade meine Pläne, die mich so ein bisschen so hinter der Kamera, ich mich damit beschäftige. So. Sehr nice. Sehr nice. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts, aber ich glaube mal, Underhated wird kommen. Und das andere Projekt steht halt gerade noch so ein bisschen in den Sternen. Und wir sind halt, das Problem ist, du suchst halt immer irgendwie Formate. Guck mal, unser Format, bam, hat irgendwann gepasst, hat mir so gesagt, auch gefühlt nach anderthalb Jahren. Wo mal komplett YouTube, wo wir nichts gemacht hatten damals. Einfach so, spontan, hat gepasst. Und wenn ich dann nochmal so ein Format finde, dann, ja, es wird jetzt nicht so wie unser Hauptformat, weil das hier wird immer wöchentlich, soll es schon kommen. Und das werden dann nochmal so Häppchen mal eingestreut, je nachdem, wie wir da halt Bock drauf haben. So, auf jeden Fall habe ich mega Bock auf YouTube, muss ich sagen. Es hat nochmal mein Feuer extrem entfacht. Ja, und ich bin raus mit Applaus. Manje, hast du noch abschließende Bierworte? Weil es kommt immer irgendwie an. Wir haben nur Alkoholiker auf dem Kanal. Ist das schon mal aufgefallen? Krombach ist im Angebot. Und falls nicht bei euch, irgendwo auf jeden Fall. So, war's das jetzt? Oder muss ich jetzt noch was sagen? Trink Krombacher, ist gutes Zeug. Prost! Okay, tschüss!